Ist die AfD eine Nazi-Partei? Ist Frau Weidel eine Nazi? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir haben am 9.06.2024 die Europawahl gehabt. Alle wissen, allen sind die Ergebnisse bekannt. Die CDU/CSU hat hier ihre Spitzenposition behauptet. Die AfD hat starke, massive oder ganz große Zugewinne praktisch sich zurechnen lassen können. Sie werden sicherlich sich auch darüber sehr gefreut haben und haben Sektkorken fallen, knallen lassen. Die BSW rund um Sarah Wagenknecht hat auch ordentlich abgeräumt. Hingegen die etablierten Parteien wie die SPD, die Grünen und die FDP massive Verluste einfahren mussten. Wir reden hier von fast 20%. Viele sagen jetzt, Scholz muss zurücktreten. Meine Damen und Herren, aber das ist gar nicht so der Schwerpunkt, sondern ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was ich gestern dort in der Elefantenrunde auf NTV erleben durfte, hat mir doch schon ein wenig die Sprache verschlagen. Sie wissen, ich bin Anwalt und ich stehe auch für Gerechtigkeit, auch für Soziales und ich bin wahrlich sicher kein Fan der AfD, meine Damen und Herren. Aber was ich dort gestern erleben durfte, und da bin ich auch voll bei Frau Wagenknecht, ist genau das, was die AfD sozusagen gut gebrauchen kann, was Wasser auf die Mühlen ist, was der Klingbeil dort von der SPD abgelassen hat, ist unterster, also aus meiner Sicht unterster aller Kanone. Und ich würde mir wünschen, dass nicht nur Herr Scholz zurücktritt, sondern auch Klingbeil von der politischen Spielwiese einfach verschwindet. Ich finde es schlicht und ergreifend eine Frechheit, was er sich hier erlaubt hat. Ich zeige Ihnen das mal, ich spiele das mal hier ein, dass Sie sehen, was hier dort gesagt worden ist. Wir hören als allererstes mal ganz kurz die Frau Weidel von der AfD und dann geht es gleich los mit dem, was der Lars Klingbeil, glaube ich, Parteivorsitzender der SPD da vom Leder gezogen hat. Zur Bundestagswahl deutlicher ausfallen. Herr Klingbeil, es wird eine komplett andere Wahl sein. Es geht um eine personelle Zuspitzung, wenn auch hier in diesem Land, wahrscheinlich ja Herr Merz gegen Olaf Scholz. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf, kämpfen auch für die Demokratie. Also es wird etwas anderes sein, als das am heutigen Abend der Fall ist. Wen meinen Sie denn damit? Also hier hat Lars Klingbeil erstmal ohne, sagen wir mal, den Finger direkt auf Frau Weidel und die AfD zu zeigen, Sieg der Nazis gesprochen. Und Sie haben es ja gerade gehört, die Frau Weidel fragte dann, wen meinen Sie denn damit? Das wissen Was? Sie, dass ich Was? die Nein, AfD und Sie meine. Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Okay. Interessant. Also, Sie haben es jetzt gerade gehört, auf Nachfrage von Frau Weidel hat der Lars Klingbeil auf nochmalige Nachfrage bestätigt, dass er und auch die Frau Weidel als Nazi bezeichnet hat. Er hat es also sozusagen personalisiert, direkt auf die Person von Frau Weidel. Und er hat es sozusagen auch, nicht sozusagen, sondern direkt auch auf die gesamte AfD projiziert, diesen Begriff Nazi, meine Damen und Herren. Hören wir uns mal an, was Frau Wagenknecht zu diesem Thema zu sagen hat. Interessant. Frau Gerichtsfest. Wagenknecht, Sie Naja, müssen das ist Ihre bei der Diskussionskultur. Bundestagswahl müssen Sie, das ist ein Gerichtsurteil. Nein, das ist eine Also, Unverschämtheit. Ich würde mal sagen, man sollte auch mit der AfD etwas differenzierter umgehen. Ich finde, was gegen die AfD spricht, ist, dass sie tatsächlich Leute in ihren Reihen hat, wie Herrn Höcke, die man einen Faschisten nennen kann. Auch Herr Krah, wenn er sagt, also nicht jeder, der bei der SS war, war ein Verbrecher. Also das heißt, er findet diese Organisation offenbar nicht besonders kriminell. Also Sie haben schon Leute in Ihren Reihen, das wissen Sie auch, Frau Weidel, für die das zutrifft. Aber genau diese pauschale Art, wie Sie es jetzt gemacht haben, Herr Klingbeil, warum Sie nicht merken, dass Sie damit der AfD sogar einen Gefallen tun, weil die Leute das natürlich als völlig unglaubwürdig Frau empfinden, Wagenknecht, wir verstehe müssen ein ich bisschen nicht. auf die Uhr gucken. Aber ich will noch, Also letztes, jetzt wenn Ihr die Blick. Ampel so weitermacht.
Also, meine Damen und Herren, Sie haben es ja gehört, Frau Wagenknecht kritisiert Klingbeil ganz klar und eindeutig und sagt, Herr Klingbeil, Sie machen genau das, was die AfD groß und stark macht. Sie stigmatisieren sie und letzten Endes aus juristischer Sicht halte ich das für ganz, ganz fragwürdig. Also ich kenne persönlich kein Gerichtsurteil, was ganz klar sagt, dass die AfD als Ganzes und auch Frau Weidel eine Nazi sei. Also ich kenne nur ein Gerichtsurteil, wo ausgeurteilt worden ist, dass man in Anführungsstrichen den Herrn Höcke als Faschisten bezeichnen darf, meine Damen und Herren. Aber letzten Endes gehe ich davon aus, wird Frau Weidel möglicherweise hier ihre Anwälte bemühen und wird hier entsprechend gegen Lars Klingbeil vorgehen. Meine Damen und Herren, ich halte diesen Vorgang insoweit für einen Skandal, weil Lars Klingbeil hier eine ganze Partei stigmatisiert und sie als komplett als Nazis bezeichnet, meine Damen und Herren. Ob das wirklich so ist, ist ja auch völlig offen. Ich weiß, dass es auch in der AfD konservative Kräfte gibt, die eben keine Nazis sind und die sich zum Beispiel einen Björn Höcke in ihrer Partei überhaupt nicht wünschen würden. Meine Damen und Herren, genauso könnte man jetzt ja auch sagen, dass die BSW und die Linken möglicherweise linksgerichtete Terroristen sind. Ja, das könnte man ja auch pauschal jetzt einfach behaupten, aber sie sind es ja nicht, sondern sie sind auch eine demokratisch legitimierte Partei wie die AfD auch, meine Damen und Herren. Und was Lars Klingbeil hier gemacht hat, ist aus meiner Sicht eine deutliche Übertretung, eine Überschreitung auch des aus meiner Sicht juristisch möglich Machbaren. Er müsste jetzt den Beweis antreten, dass Frau Weidel in persona eine Nazi, also narzisstisch ist und dass auch die AfD in der ganzen Bandbreite auch hier narzisstisch ist. Das halte ich für juristisch höchst fragwürdig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sollte nicht die Art und Weise sein, wie wir politische Gegner in diesem Land bekämpfen. Wenn wir gegen die AfD sind, dann gehen wir auf die Straße und demonstrieren, wie wir das in der jüngsten Vergangenheit auch gemacht haben, auch in Halle gemacht haben. Das war eine gute Sache. Da haben wir uns dann sozusagen gegen die AfD gewendet. Aber letzten Endes zu behaupten, dass alle in der AfD Nazis sind und auch Frau Weidel eine Nazi ist, das halte ich für schlicht und ergreifend einen ganz großen Fehler. Und deshalb kann ich nur sagen, Dankeschön, Herr Klingbeil. Sie haben hier sozusagen die AfD in diese sogenannte Opferrolle gebracht, die dazu führt, dass immer mehr Menschen die AfD in Deutschland wählen werden, weil man natürlich auch von den etablierten Parteien wie von der SPD, wie von Ihnen, Herr Klingbeil, wie von Olaf Scholz, wie von den Grünen und auch von der FDP bitter enttäuscht ist und man diese Leute einfach nur noch weghaben möchte, weil einfach von denen nichts mehr kommt und weil wir letzten Endes auch in Deutschland eine andere Regierung brauchen, die nach vorne gerichtet ist, die progressiv ist, die selbstverständlich auch den sozialen Frieden in diesem Land beibehält und hier die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beibehält und natürlich auch mit Klugheit, mit Witz, mit Humor, aber auch in der Sache hart gegen die AfG, gegen die AfD und andere extremistische oder anderes extremistisches Gedankengut, was dann möglicherweise auch eine Rolle spielen könnte, dann vorgeht. Aber so einfach pauschal zu sagen, dass alle in der AfD Nazis sind, das finde ich, ist schon ein Skandal und eine riesengroße Frechheit. Näheres zum Thema Rente, Politik und so weiter finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich betreibe natürlich auch noch den Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen und ich werde dieses Video selbstverständlich auf beiden Kanälen veröffentlichen, damit Sie auch mal Ihre Meinung zu diesem Thema äußern. Ich muss ganz ehrlich sagen, fand das eine massive Übertretung. Und deshalb sage ich ganz einfach, ich finde es auch, es ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft, dass der Herr Klingbeil hier auch mal letzten Endes seine Grenzen gesetzt bekommt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.